Gut, meine Lieben, wo waren wir? Das Getreidefeld haben wir noch fertig geschafft. Da steht auch erstmal, das läuft. Wir haben das hier alles abgemessen. Unser Städtchen steht hier soweit. Was sagen unsere Bestandsaufnahme? Wir haben einen Garnik hier. Einen Michael Sternekoch für Gulasch. Dann einmal ein bisschen Rum, was wir schon herstellen können. Schokolade ist schon dabei, Kostümbildnern und Viehbäuerin. Na, das ist ja an sich alles schon mal ganz toll. Wie viel Einfluss haben wir? Nicht genug. Ah, Felle müssen wir hier noch irgendwie draufkriegen, aber wenn die da sind, dann läuft's. Gut, wie sieht's hier In aus? die Takelage! Der steht hier, um eventuell nochmal was einzukaufen. Genug Geld ist ja zurzeit nicht da, aber ich schaue trotzdem nochmal, ob wir irgendwas kriegen, was wir gebrauchen können. Ja, mit dem wenigen Einfluss, den wir haben, ist das schon alles recht tricky. Apropos, können wir eigentlich? Nee, können wir nicht. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich hier, na, regionales Ministerium, also wenn wir Dings, aber haben wir noch nicht. Was brauchten wir nochmal für Wild? Das ist eigentlich, was ich überlege jetzt, wo ich das Ding hinstelle, obwohl es eigentlich furzegal ist. Ja, ich glaube, ja, der Solbalpin, der war das. Können wir uns die 100 leisten? Ja, ich weiß. Alles ganz toll und bleib mal da kurz stehen, auch wenn sie jetzt gerade Geld kosten, obwohl. Geh mal kurz weg. Wo kriegen wir das Zeug her? Nur aus der neuen Welt, wenn Schiff wir dann unter noch ein Schiff Beschuss. haben. Wer kriegt jetzt schon wieder auf den Sack? Nein. Mit wem? Habt ihr denn hier gerade einen Krieg an? Ich sehe den gar nicht. Hallo. Mehr Ja. als bereit. Ihr seid meine beiden besten Händler, wenn ihr hier. Wo ist eigentlich mein Flaggschiff? Kommt es heute nochmal wieder, oder? Braucht das noch ein bisschen? Was könnten wir hier reduzieren? Erstmal gar nichts. Hier ist die Schauspielerin und da drin, da ist die Schauspielerin auch da. Das läuft hier. Hier haben wir noch einen Platz. Hier könnten wir die Gebäckertreide. Mehl. Damit fällt quasi die Mühle flach. Wir können also komplett auf die verzichten. Die direkt daneben aufstellen. Ja, die können wir so stehen lassen. Ja, ist gut so. Warum haben wir das jetzt gemacht? Warum lassen wir Noch eine immer Mühle ein stehen? Volk. Richtig, damit wir jetzt hier Sie geben einmal. uns eine Stimme. Moment mal. Die Kornkammern sind bis zum Bersten gefüllt. Damit wir hier ein bisschen Mehl verteilen können. Ich glaube, das müsste eigentlich mit einer reichen, mit einer Mühle. Ansonsten haben wir Probleme. Wenn wir den Kollegen hier mit rum und so weiter, könnten wir hierher schaffen. Zählt der? Nee, der zählt der auch für Bier? Nee, nur für die rum. Nee. Ich guck zwar nochmal nach, aber ich kenne mich doch. Ja, schnapp's mal da rein. Und der komische Metzger, Outschank, irgendwas. Ist aber auch egal. Ist nur für den Rum interessant. Wir können aber soweit erstmal nichts großartig hier aufbauen. Ich habe nichts dagegen. Ja, Brot. Soll man hier laufen? Doch. Mach mal ein bisschen hin hier. Hier gab's auch nicht. Das müssten wir erst holen. Und ja, jetzt stehen wir erstmal da. Und ohne Einfluss geht hier schon mal gar nichts. Jetzt könnte man natürlich die Stadt hier weiter ausbauen und immer gib ihm lustig. Wenn wir alles nicht haben, aber Holz haben Die wir. Waffenruhe wurde beendet. Dementsprechend werden wir die Stadt hier ein bisschen. Ach, ich das hasse, wenn ein Haus nicht mitmacht. Haben wir uns hier so viel Mühe gegeben. Zack. Instant Einfluss bekommen. So habe ich das gern. Ja, da steht er drauf, der Kleine. Zack. Kommen wir da nicht dran? Nee?
Kriegen wir nicht? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, besser. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mit viel Liebe hier. Schon mal ein bisschen was drumrum gezogen. Damit sollte das erstmal alles prima funktionieren. Na gut. Wir haben nochmal Einfluss bekommen. Das hilft schon mal ungemein. Das vergesse ich immer so leicht, dass das jetzt immer noch relativ schnell geht. Gut, dann machen wir uns jetzt gleich mit ihm auf den Weg. Er fährt rüber in die neue Welt und dann werden wir mal gucken, ob wir dieses Solvalpen-Zeug dort bekommen können. Vielleicht. Könnten wir in der alten Welt auch nochmal gucken. Ich ahne Gutes in ihm. Sind unterwegs. Du stehst ja immer noch hier. Wir haben aber immer noch nicht genug Geld. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn das Item da wäre. Ne, noch alles gut. Es sei denn, wir kriegen irgendwas, womit wir das verbilligen können. Und jetzt müssen wir hier würfeln gehen. Kein Sumpf. Kein Sumpf. Da ist er. Lohnt sich also tatsächlich einmal hinzufahren. Das ist doch schon mal schön. Hat ja auch nur wie viel gekostet? Oh, reden wir nicht drüber. Knapp 100.000. Dich können wir eigentlich zurzeit mal kurz abziehen. Wie sieht's denn aus? Wenn wir noch ein zweites Kraftwerk aufstellen würden. Hochleben. Wie viel Öl werden zurzeit da? Rein theoretisch genug. Ja, wenn sich das ansammelt, könnten wir über kurz oder lang hier anfangen, schon mal die guten Schiffe zu bauen. Zum Glück sind sie gute Schwimmer. Wir haben echt kein Holz, also keine Bretter. Bald bleibt ihnen nichts mehr. Hier arbeiten zwei Stück unter Strom, also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, wir könnten es sogar erhöhen. Wäre gar kein Problem. Hallo. Was haben wir denn hier noch? Nähmaschinen, die werden ja noch getauscht. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier so ein bisschen... Ja, die Maschinen, die würden viel Geld bringen, aber die brauchen wir eigentlich. Wir können nichts verkaufen, was wir eigentlich noch brauchen. Na gut. Hopp oder top. Sind unterwegs. Schön, dass du schon mal da bist. Den haben wir schon mal eingesackt. Der ist schon mal da. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Also, kostet das Ding was eigentlich nicht, ne? Ja, solange hier... Okay, doch, 200. Ja, wir haben's ja. Zack, zack. Damit steht das Ding. Läuft. Können wir den nicht rüberziehen? Na. Sieht doch wesentlich besser aus. Können wir dann hier noch ein Kraftwerk aufbauen? Öl Hamburgs, es ist... Wir werden beobachtet. So, da kann ich jetzt machen, was ich will, aber den da drüben kriege ich nicht mit rein. Eine Gratisversetzung wäre nicht schlecht. Ich habe kein Geld mehr. Wo ist mein ganzes Geld hin? Jetzt Moment mal, jetzt ernsthaft. Wo ist mein ganzes Geld hin? Eben gerade war doch noch alles da. Eben gerade haben wir noch nur 100.000 gehabt. Hier klaut irgendwo einer mein Geld. Können wir hier noch was verändern? Rein theoretisch? Nicht wirklich. Wir können hier vielleicht eventuell noch einen Club mit dazu holen. Dann war's das aber auch. Schiff unter Beschuss. Das war's schon. Neue Befehle? Kommen wir an den ran? Volle Segel. Ja, wenn er sich Mühe gibt, ja. Komm, das ist der mit den ganzen Items. Also, der müsste doch eigentlich schnell genug sein. Sind unterwegs. Der ist so lahmarschig, den kriegt er nicht ein. Vergiss es.
Der ist so langsam, der kommt da nicht Segel hinterher. setzen! Jetzt sind wir wieder auf der Yacht. Himmel, Herrgott, wir werfen alles über Bord. Hauptsache, wir kriegen den irgendwie ein. Ein letzter Blick. In die Takelage! Ja, ich bin zurzeit ein bisschen krank. Schiff unter Beschuss. Wir arbeiten dran. Nee, ich brauche das Geld. Neue Befehle? Die Waffenruhe wurde beendet. Das sieht so aus, als wenn wir es aufsammeln können. Kurs setzen. Na, das war doch gar nicht so schlecht. Könntest du bitte weiterfahren? Danke. Die Fische brauchen wir nicht, oder? Ich glaube, wir werden es überleben. Gut, ich weiß noch nicht, ob wir in einer neuen Welt da noch ranfahren müssen. Ob wir da einen Teil kaufen müssten. Aber ich fahr schon mal rüber. Du kannst auch wieder rüberfahren. Und wenn du schon mal unterwegs bist, hier, wir haben ja so viele Bretter. Nehmen wir welche mit und fahr die mal rüber. Viel Spaß. Weißkräfte, davon haben wir noch nicht. Gut. Ja, was machen wir denn als erstes? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Langeweile bringt einen auf die falschen Gedanken. Ja. Wir machen das jetzt erstmal den. Na komm. Summa summarum haben wir erstmal alles da, was wir brauchen. Wann machen wir weiter? Ja, du kannst schon mal anfangen. Ich dachte schon, ich muss ins Armenhaus. Dann kommt hier erstmal nur provisorisch, kriegt er jetzt hier Hopfen. Was führt sie zu uns? Warum mache ich das nicht gleich so? 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Ja, das ist jetzt schlecht. Aber keine Sorge, wir sind ja darauf vorbereitet. Es kommt ja gleich jemand. Ich jetzt pleite gehe. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ich kann ihn verkaufen. Zur Not. Es kommt doch hier. Hier kommt doch mein Geld angefahren. Da ist er doch, der Gute. Zack. In die Takelage. Wir sind Stau. Ja, ich bin reich. Wird belagert. Was ist das? Ja, das sind 100.000, die brauche ich auch ganz dringend. Oh Mann. Die 50 Maschinen, wenn die heute auch nochmal ankommen würden, wäre das echt toll. Und ich will hier noch Items kaufen. Womit eigentlich? Mit welchem Geld? Hier gibt es nochmal Hopfen. So, mehr als zweimal würfeln kann ich nicht. Das kostet nachher zu viel Geld. Gut, Hopfen kommt an. Frage. Was hast du da so stehen lassen? Rein theoretisch, ja. Rein praktisch. Wollen wir denn hier erstmal die Brauereien und so aufbauen? Ja, ne? Ja. Sagt mal ja. Ja. Gut, dann stellen wir den schon mal auf. Dann geht der hier schon mal wieder rein. Und dann macht der ganze Club, der hier ist, Feierabend. Und da er hier Zusatzproduktion plus 100% hat, brauche ich eigentlich nur 3 Stück aufstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh Gott, wie mache ich das am besten? Stelle ich die so hin oder ist es mir egal? Das ist immer nicht egal. Das kann nicht egal sein. Hier oben kommen die 2 Stinks lang. Wir schieben ihn erstmal. Nein, schieben wir nicht. Wir können ihn nicht weiter runterschieben, weil der. Ach, da. So. Vorwiegend ist das erstmal so gut. Wie viele? Ist erstmal egal. Also wie viele, wie wir das jetzt hier aufteilen. Jetzt ist einfach nicht zuhören, macht manchmal keinen Sinn. Ja. Wichtig ist, dass das jetzt hier erstmal funktioniert. Und hier irgendwo noch eine Feuerwehr steht. Sonst fackelt mir die ganze Sache irgendwie ab. Ja, setzen wir uns hier auf die Kante. Hauptsache steht.
So, drei Stück Kartoffeln. Ja, fahrt mal hin und her. Sollen wir den noch updaten? Ja, bevor wieder rumgeweint wird. Dann. Wir haben es ja. Eine Explosion erschüttert Ja, eine ist ja ihrer gut. Fabriken. Jetzt weinen wir nicht rum. Ein Feuer ist ausgebrochen. Das hatte ich mir schon gedacht. Der würde exakt bis hier gehen. Wir drehen hier nur noch Däumchen. Ja, das ist ja alles ganz toll. Oh Gott. Aber so zerbröselt der Keks nun mal. Zack, jetzt machst du da erstmal weiter. Reicht erstmal eine Bierabteilung? Ja, die können wir ja demnächst noch erhöhen. Sag mal, wie lange braucht der eigentlich? Junge, ist das ein Zeitlupenkacker. Das ist ja unglaublich. Der hilft ihm ja auch nicht. Die Flammen wurden gelöscht. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Schiff unter Beschuss. Wer will jetzt schon wieder Streit? Volle Segel! Den habt ihr doch jetzt schon die Kanone geschenkt. Was kriegt er jetzt? Jawohl, den Geschützturm selten. 30.000. Wieso? Warum? Die haben noch gar nichts gemacht. Wer will denn jetzt noch Achtung! Streit? Admiral anwesend! Uiuiui. Schiff unter Beschuss. Das ist eine schlechte Taktik. Aber ich glaube, der hat sich auch verfahren. Steuermann! Hey! Beeinflusst alle. Selbstreparatur hier beeinflusst alle Ein Hafen. Konkurrent hat eine Siedlung Was sind errichtet. jetzt für Gebäude haben? Interessant. Kenne ich Schiff gar nicht. unter Beschuss. Vorsetzen. Die Insel War ja eines klar. Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Neue Befehle? Zack, 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 zack. Fertig. Halte Gut, das können wir hier so Feuerwehrmann langsam mal an. anfangen? Ja, ne? Das ein bisschen. So ganz allmählich. Ihr Schiff ist von der Überfahrt Was zurückgekehrt. haben wir sonst noch so hier? Wir haben den Holzmacher hier. Er lebt in der Nun, es ist trivial. Drückeberger. Haben wir dafür genug Einfluss? Rein theoretisch könnten wir ein bisschen hier auf die Hupe drücken. Ja, vor allen Dingen Holz sparen. Also damit. Nein, 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 nein. Wir müssen gerade sparen. Das tut mir sehr leid. Sie haben an Einfluss gewonnen. Wird nur interessant für die etwas größeren Gebäude. Ansonsten ist es ja eh egal. Hatte ich aber schon mal erwähnt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fenster. Ganz schön knifflig im Moment. Ich sollte nicht nach Gründen fragen. Bleiben Sie genau dort stehen. Sie gehören eher zu den Unteren. So, Bier anwesend. Das sollte uns Ich erstmal kann enorm hören, helfen. wie die Pfeffersäcke oben hier. Sollen wir noch gleich eine Kirche bauen? Haben eigentlich alles da. Theoretisch können wir bauen. Ja, so gut. Soll ich so tun? Ja, ne? Ja. Wenn eine Königin euch Ja, um etwas ja. bittet. Ja, den Hafen vergrößern. Eine Anlegestelle bauen. Ja, jetzt aber nicht. Guck auf Uhr. Einzige, was ich jetzt mache, ist hier die Häuschen noch bauen. Dann machen wir ganz gemütlich erstmal die nächste Innenreihe außen Mitte. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Das haut erstmal Geld in die Schuppen. Dann ein Varieté. Ich weiß nicht, ob das mit dem Rum reicht, aber witzig wär's. Nein, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht reichen. Mit dem Lehm, das könnte funktionieren. Wenn wir alle Lehmgruben anschließen, dann bestimmt. Ansonsten, nicht. Nein. Oh Gott. Dann gehen wir wieder hier rüber. Hey, wer ist denn Mehr da als angekommen? bereit. Nein, das gibt's ja gar nicht. Da ist Geld und wir sind auf dem Schlag. Genau sind wir reich.
Das ist ja der Wahnsinn. Neue Befehle? Du gibst das hier rüber. Fährst erstmal dahin. Falls das Item jetzt da ist, würde der eh nicht ankommen, weil der so lahmarschig fährt, dass wir das nie kriegen. Ja, dann können wir hier nochmal ganz kurz ein bisschen würfeln und kriegen das zweite Teil und sagen, Kommando zurück. Was fehlt mir jetzt? Wie einfach wäre das, wenn wir das Ding jetzt aufgebaut hätten? Also, es fehlt nur noch ein Teil, das ist mir schon klar. Wo stellen wir es heute hin? Es ist eigentlich vollkommen irrelevant, aber es wird trotzdem, ich bin mir trotzdem sicher, dass es irgendwo im Weg steht. Egal, wo ich es hinstelle. Es ist ein Phänomen. Stell es doch einfach irgendwo hin. Nein, das geht nicht. Ich kann es nicht einfach irgendwo hinstellen. Wir sind hier nicht bei den Hottentotten. Das funktioniert hier nicht. Das ist hier alles Disziplin und so. So, mir fehlt also nur noch dieser Schnee-Eukalyptus, der irgendwo rumsteht. Apropos, hatten wir den jetzt in die neue Welt geschickt? Ja, hatten wir. Sind unterwegs! Wir filzen alle Besucher. Eine lebensnotwendige Vorkehrung. Die wären schon alle ganz toll, die brauchen wir aber erst später in der neuen Welt. Die weiße Flagge wäre auch toll gewesen, können wir erstmal nichts mit anfangen. Die gut, jetzt fährst du erstmal rüber. Du bist wieder da. Mit dir sind wir ja hier quasi erstmal gut dran. Dann bringst du mir nochmal Geld und bringst die zwei Sachen mit und verkaufst die jetzt da. Steuermann! So, jetzt kannst du das hier nochmal rüberlegen. Suchst du etwas? Dann kann ich ihn verkaufen. Den Orca schon kaufen? Nee. Einmal würfeln tun wir noch, dann ist aber auch gut. Jetzt fährst du erstmal hier rüber. Nein. Gut, einmal noch, dann ist wieder Schluss. Mehr können wir uns nicht leisten. So ein Ärgernis haben wir auch. Und hier gibt's irgendwo ein Sternchen. Ich sollte nicht. Was Schiff kriegen wir unter Beschuss. Bauen Sie einen Springbrunnen. Oh. Diese Lobob-Aufgaben. Verdammt, wo ist denn hier der Springbrunnen? Ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Springbrunnen. Wo, in welche Kategorie haben Sie dich reingetan? Ich wünschte, ich könnte Ihre Güte mit einer Gans vergelten. Ja, die Gans hätte ich gerne genommen und nicht drei Kartoffeln. Hier bekommen. 22. Ja, ich weiß! 22 Kartoffeln. Wow. Hab's trotzdem nicht gebracht. Zumindest haben wir jetzt erstmal wieder Geld. Und alleine das zählt. Gut, Kartoffeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drei Stück laufen da. Wir könnten jetzt hier so hier auch noch ein Item rein. Bringen zurzeit wäre das vielleicht eventuell doch gar nicht so abkömmlich, wenn wir das hier mal provisorisch reintun. Also, nehmen wir jetzt mal an, wir machen das. Dann würde ich das irgendwo hier reinhauen. Ne? Richtig? Ja, gute Idee. Wir haben den Einfluss, es ist alles da und es würde auch alles reinpassen. So, auf den ersten Blick. So, Pi mal Daumen. Würde ich auch den so hinstellen. Der würde jetzt erstmal hier irgendwo nach außen wandern. Ach, stell ihn einfach irgendwo hin. Gut, dann würde ich gerne den. Halt. Erst den auch nach außen. Wir haben ja auf einmal wieder Geld. Also hier wieder rumpressen ohne Ende. Obwohl wir ganz genau wissen. So einfach wird es dann doch nicht. Gut. Können wir das jetzt erstmal so stehen lassen, so ein bisschen. Ich würde den schon ganz gerne noch mit reinschieben. Das kann man auch falsch formulieren. Ich würde ihn gerne mal reinschieben. Muah. Gut, das mag jetzt nicht so gut aussehen, aber anders kriege ich es gerade nicht.